Moin Leute, willkommen heute zu der 100. Omsi-Folge. Willkommen heute zu der 100. Omsi-Folge. Wir stehen heute hier in Gelsenkirchen. Ja, mit einem mRNA 23 EEV Void. Mit einem, Repaint, was ich auch selbst kreiert habe. Ja, Linke. Also linke fährt sie. Genau. Und fahren heute die letzte Linie, die wir noch offen haben. 383. Von Neuhüller Straße nach Boer Straße. Boer Straße kennen wir ja schon. Anders als vom SEV. Und vom Add-on Ruhrgebiet kennt man Gelsenkirchen Hauptbahnhof bis Boer Straße. Und dann könnt ihr euch Split Screen heißt das ja machen und das euch vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr das selber besitzt, dieses Addon. Also Gladbeck oder Ruhr. Dann könnt ihr euch mal Video dazu anschauen und das selber fahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie wird das schon funktionieren. So, ich weiß nicht, welche Route das ist. Ich glaube, das ist Ulrichstraße, ne? Oh nein. Null. Ihr seht schon wieder die Länge des Videos. Oder ist das 01? Aber ich starte doch woanders, oder nicht? Nur anscheinend fängt sie hier an. Ich dachte, die fängt immer woanders an. So ein Bus. Komm. Mein. Ich wollte erstmal wieder Facelift fahren, aber dachte ich mir, ach, wenn genug Facelift fahren, dieser Karte auch. Oh ja, ein Klapper. Müll aus mir. Fahre ich auch heutzutage sehr, sehr selten Busse. Weil sie einfach auch Performance und ruckelt hier man muss. Guten Abend. Guten Tag. Wir haben noch 0,6 Minuten. Wir müssen. Ja, ich weiß, Repaint ist nicht das Beste, ne? Ich weiß, gibt hier noch, ne? Sachen, die man ordentlicher oder, ne? Verbessern kann. Aber es geht. Es ist in Ordnung. Hier ist aber natürlich privates Repaint. Ja. Wo müssen wir lang? Raus, ne? Die Folge geht bestimmt sowieso über eine Stunde. Nächste Haltestelle, Ich muss auch sagen, ich habe diese Karte auch lange nicht mehr angerührt seit der letzten Aufnahme. Ich glaube, SEV war das ja das letzte. Wo ich noch Fieber hatte, ey. Fahren heute mal ein bisschen im Dunkeln. Ja, es ist fast reale Zeit. Also ich nehme das gerade auch einen Tag vorher auf. Linke fährt sie. Schöne Matrix auf jeden Fall. Überlandsitze hat der, weil er in der Realität auch Überlandsitze hat. Zwar nicht in diesem Muster. Bei Sitzbezügen, aber, ne? Bin halt kein krasser Painter. Ja. Das war Spaß für mich. Und für private Zwecke. Daher genügt mir auch die Qualität, wenn ich es
Essen nicht stellen würde, würde mir die Qualität oder der Anspruch, meine Qualitätsanspruch an mich nicht halten. Weil dann denke ich, dann würde ich ja Leuten so ein schlechtes Gefühl. Aber private Zwecke ist es gut. Qualität hat dieser Bus auch diesen schönen Spiegel. Wie Mehmet Oe sagen würde, Boxhandschuhspiegel. Hat Wagennummer. Guck mal, das ist gleich hier da vorne. Ja, Rheinlandbus ist, weil ich das Rheinlandbus für Paint genommen habe und das einfach weiß gemacht habe und den geraten habe. Also sehr unprofessionell auch, ne? Soll sowieso nicht hochgeladen werden. LIP LL 156 hätte auch besser sein können, aber wie gesagt, für mich privat reicht das. Alle Male. So, komm. Okay, den Drucker hat der in Realität nicht linke, sondern hat so ein Zylist. Zylister oder so? Oi, 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 war ich jetzt im Gebüsch rein? Hä, fahr ich richtig? Ja. Hey. Und jetzt schon eine Minute Verspätung. Job Performance ist soweit nicht so beschissen. Ich hab viel gelbe Patches drin. Ja, bis doch hier. Manfred ist auch natürlich hier. Wird zur Feier oder zu einer Party. Das ist ja wie unter Tare. Müssen wir jetzt hier sparen oder wie mit dem Licht? Ja, Mann. Manfred, hast du die Strom, die Kosten gesehen? Und wir sind hier bei MAN. Da funktioniert nicht alles. In meiner Stadt, wo ich wohne, scheint nicht. Okay. Fahren auch MAN-Busse rum. Also, ne, auf normalen, das sind diese MAN New Line Cities, also diese Solo 3 Kilometer. Und ja, was soll man sagen? Viele sind davon kaputt. Und dann sind auf Linie von jener Stadt ja alte Busse gefahren. Also die normalerweise nur in Einsatzwagenverkehr fahren. Und wir fuhren einfach so. Einsatzwagen, also diese älteren MANs von 2000, also A21 2011 war. Besonders der heute vor, also auch am Samstag hier, wo ich es ja gerade Sonntag, also gestern, glaube ich. Ja, hat der, das ist Wagen BINV2119, also 2119 sozusagen. Und der hat, ja, tolle Innenanzeige gehabt. Diesen TFT-Monitor war einfach schwarz. Toll. Sehr, sehr kundenfreundlich. Und das ist schon die ganze Woche diese roten Busse rumgefahren. Bei mir in der Stadt. Und zwei, drei Stück waren auf Linie. Obwohl sie eigentlich nicht für den Linienverkehr gedacht sind. Natürlich nur ein Notfall, ne? Hier zum Beispiel, wenn halt Rotbusse kaputt sind, ne? Hier ist niemand, ne? Hier ist übrigens der Betriebshof. Irgendwo. Weiß nicht. Hier irgendwo, ne? Wir haben keine Zeit zu gucken, wir haben Verspätung. Besser geworden.
mal wieder hier. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, so einen Gelenkbus am Abend zu fahren. Aber ich dachte mir mal. Gelenk ist immer schön. Ja. Fahrrad so, ich bin gerade voll nach links eingeschlagen, damit der Blinker ausgeht, weil ich habe noch keine Taste für Blinker und so. Also ich bin nicht betrunken oder so. Nächste Haltestelle. Heidelberg. Ich wollte diesen Haltewunsch schon auch mal ersetzen, weil ich mag den nicht. Ich glaube, in der Realität ist ja bei diesem Bus auch anders. Der Bus fährt übrigens auch nur auf Einsatzverkehr, also dieser reale Bus hier. Zumindest habe ich den Bus auf jeden Fall nur auf Einsatzverkehr gesehen. Und wird wahrscheinlich auch nur so sein. Auch so sein. Kann ich leider nicht den Baujahr sagen. Hügel Life hatte auch so ein VDV, der Sport. Also nicht so ein... Ne? Ihr wisst schon, ne? Hallo! Hat kein VDV, der Sport. Also VDV, der Sport hatte. Und nicht so eine moderne. Habe ich die Tür vergessen? Ja. Da, jetzt habt ihr ein bisschen Licht. Der Fahrer. Jetzt, ja dann. Ja, immer ein Müll aus Nürnberg. Nein, ich mag einmal ein Kugelgraf. Weil die klappern mir manchmal echt viel zu viel. So wie hier. Ich hätte zwar auch gerne so einen Kursläufer gehabt von Gelsenkirchen nach Hoher Straße, aber ist mir egal. Als 100 zu voll kann man gerne mal eine längere Folge. Also 100. Umsiedler. Mein Kanal hat schon über 300 Videos. Und ich habe tatsächlich 100 Abonnenten auch geschafft. Das ist auch noch so eine Sache. Das finde ich auch sehr, sehr perfekt. Danke natürlich an jeden neuen Abonnenten. Es geht immer noch weiter. Auf die nächsten 100. Hoffentlich. So. Schon in 2 Jahren oder so. Keine Ahnung. Guck auf an, wie oft ich... Oh, oh. Wo muss ich gleich? Ja, passt. Also ich muss so von hinten, sieht das aber ganz gut aus, weil dann sieht man die Stelle nicht so krass. Boah, jetzt klappt das, klappert es auch immer. Kam da ja noch kein Update zu der Karte, das ist ein bisschen schade. Vielleicht habe ich noch dran gemacht. Wir haben ja einmal Hilfsseile gesehen, die darauf hindeuten, dass da weiter ist. Oder es stand, glaube ich, auch irgendwo mal hier wird gebaut. Also so auf dem Hilfsseil. Glaube ich zumindest. Einmal normal. Wo bin ich eigentlich am Gelsenkirchen Hauptbahnhof? Muss das wieder sein, so viele Münzen? Halt 52. Oh, dort ist es. Und wollt ihr mitnehmen, ne? Haben wir den herausgelassen. Kettlerstraße. Ökenmeerstraße, Nadel,
Ich glaube, wir müssen legen. Hey. Nächste Haltestelle. Nansenstraße. Ich glaube, das hatte ich schon mal bei dieser Linie Problem. Da wusste ich auch nicht, wo ich lang fahren soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich lang gefahren bin. Ich glaube, ich bin hier rechts abgebogen. Sind wir auch an der ja, es wird weniger. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Hier gibt es anscheinend auch eine Endhaltestelle. Da ist ein Kollege. Ich hätte das Nachricht. Ja, ist auch nicht weit. Aber hier steht. Hier steht Nachricht. Aber es stimmt ja, was der da oben sagt. Ja, der Kollege fährt auch mit Gelenkbus. Das ist ja richtig, ne? Linke fährt heute im Auftrag der Bobester. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Jo. Dankeschön. Ja, die meckert nicht. So, weiter geht's hier. Wir haben eine Minute Verspätung hier. Oi, 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 oi. Ja, sehr schön. Ich kann ja Gas geben. Auf Drucker steht sogar schon. Jetzt gehe ich hier noch mal. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen Standzeit und ein bisschen Pause. Was ich auch immer sehr, sehr schön finde. Wie gesagt, ich hoffe echt, dass hier noch auf dieser Karte noch ein Update kommen wird. Neue Linien. Das ist ja ganz schön. Weil so viel Abwechslung hast du ja auch nicht. Du hast zwar drei lange Linien, eine sehr, sehr kurze SCV-Linie, aber... Ne? Ja, schön trotzdem nochmal neue Linien zu haben. Ist ja auch 50 oder 30? Ja, ich glaube, hier war 30. Musste sowieso Zeit aufhören. Überhaupt passt schon. Müssen Sie jetzt schon bei den Glühbirnen sparen? Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Bitte. Ich bin kurzsichtig, ich sehe nichts. Du hast schon Licht angemacht. Die eine Frage. Sind alle drei manuell zu bedienen. Liegt am Bus. Dankeschön. Aber ich habe mir endlich auch mal für die dritte Tür eine Taste gelegt, damit ich hier nicht mehr mal eine scheiß Maus hier servieren muss. Hamburger KI-Autos haben wir ja hier, ne? Wie gesagt, ich habe euch die Karte schon mehrmals gezeigt. Oh, wie soll ich denn hier rumkommen? So, das passt, ne? Weit ausholen und dann wieder rein.
So wie man das bei Mehmet Oye hier gelernt hat. Bei ihm kann man übrigens auch vorbeischauen. Toller Busser und toller YouTube-Kanal. So, die Busser halt. Boah, was ist das? Ja, ich muss mal hier durchfahren, Mensch. Oder wollt ihr eine Fallbremsung haben? Wir müssen sogar pünktlich jetzt. Guten Abend. Guten Abend. Fühlt sich das hier? Fühlt sich der Bus? Gut. Haben wir sogar ein bisschen Verfrühung. So. Hallo. Hallo. Ja, los. Nur weil ich eingelenkt habe, los. Okay. Den Gelsenkirchen Abbahnhof habt ihr ja auch schon mal gesehen. Der 382. Los, mach mal grün hier. Wir sind auch gleich da. Dort noch ein bisschen. Bei Haltestelle. Und dann. Nächste Haltestelle. Almerstraße. Ach, nicht Almann? Okay. Almerstraße. Almerstraße. Sehe ich die Ampel nicht. Vorne am Zisten auch da ist. Und von dieser Seite so sieht ganz schön aus eigentlich. Wollen es wieder raus. So ein Thumbnail müssen wir. Ach, das will gar keiner raus. Guten Tag. So, okay, einmal nochmal, bitte. Ich hasse es auch, dass man hier mal selber rüberzitzen muss und einen scheiß Fahrschein verkauft.
Danke. Ja, und jetzt wird es rot, aber wir haben hier so eine tolle Busampel. Die bringt uns hoffentlich gleich den Vorhang. Auf diese Stelle, ja, die kenne ich auch noch. Wollen wir mal richtig versuchen, hier rumzukommen? Da war man meistens immer so drüber. Oh, ey. Ja, passt doch, ne? Oh, ey, ey. Loading AI, wieso Loading AI? Feuerwache, ja. Du weißt ja, ich da. Anscheinend ist ja auch die Polizei, stand da gerade, ne? Ja, vielleicht die Performance am Hauptbahnhof und beim Musiktheater wieder sehr, sehr interessant, ja. Kommen sie ruckelt gerade, ne? Langsam haben sie kein Licht. Och, halt's mal, Licht ist an, Mensch. Hol dir mal eine neue Brille oder hol dir mal eine Brille. Licht ist da wieder in so einem Gegenkurs, der gleich kommt. So, ich seh's ab nach Gelsenkirchen nochmal. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Das ist eine KI-Linie, kann auch sein. Ja, KI-Linie. Alter, wie das Performance ist so beschissen gerade. Ne? Ohne Witz, wie sieht das ja. Ne? Anders ist, weil ich auch deswegen nicht so häufig auf dieser Karte. Und deshalb bin ich seit der letzten Aufnahme durch. Heißt das, ich da fahren will, ne? Nach Musiktheater wird's besser. Da vorne ist auch ein roter Bus. Roter Bus. Essener Bus, also ein gelber Bus. Hinter uns ist sogar auch ein Bus. Da ist auch ein Bus. Ja gut, deshalb ist wahrscheinlich auch die Performance so scheiße. Da ist sogar noch ein Bus.
So, muss ich halten. Boa Straße. Also wir müssen ja auf jeden Fall schnell weg, schnell einsammeln und direkt weg. Ich kann es ja nicht mehr aushalten hier. Alter. Komm, 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 komm. Komm, 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 schnell, schnell rein. Machen Sie das Licht noch an? Ja, bitte, komm bitte schneller rein. Hallo. Los, 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 los. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Oh, 83. SP36, hessische. Nächste Haltestelle, Wildenbruchstraße. Kann man hier gut als Thumbnail nehmen, würde ich sagen. Okay, so. Ich guck mal. Oh, ist grün. Eigentlich, wir fahren jetzt nach Boa Straße. Eigentlich bin ich die. Auf der Ruhrgebiet bin ich zwar selten gefahren. Aber ich würde den Linienweg auch so rausfinden. Ich bin hier auf dieser Karte, diese Linie läuft auch nur einmal gefahren. Vielleicht sogar auch zwei, ich weiß nicht. Kann sein, dass ich sogar zweimal gefahren bin. Das mal an. Hier zum Beispiel, ne? Hier werden so Linien wie 248, 281 gezeigt. 281 gab es auch im Ruhrgebiet. Dann. Der fuhr nach Boa-Rathaus. Komm schnell rein. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Och Mensch. Dann lass ich das einfach aufstellen. Das Ding ist auch, dieser Bus, der zieht auch ein bisschen davon, muss man auch sagen. Aber soweit hat er noch keinen Texturenfehler und der Bus springt nicht, außer dass er hier über die Stratosphären hier ein bisschen springt. Hier ist niemand oder wollen die mit? Ich glaube, die wollen mit. Ja, wollen sie auch. Hallo. Guten Tag.
vorne kommt wieder ein Kollege. Das geht kurz? Ja. Hi, Kollege. Ich versuche gerade auch schnell hier wegzukommen. Mir tut das gerade auch sehr, sehr leid. Ich kann da ja nichts dafür. Und sie lebt gerade, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt gerade. Kann auch sein, dass ihr das seht. Da vorne kommt wieder. Was hab ich denn? Oder 82. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Fehlt da nicht noch Rückgeld? Nee, ich hab's doch hier. Ah, 30. Dankeschön. Ach, waren das hier oder was? Okay, komm. Grün. Ah, doch. Auto wird schon weiß. Scheiße. Bisschen schnell hier. Oh ja, hier sind weiße Objekte. Komm, gib Gas davor. Wir müssen schnell hier weg. Das ist ja, glaube ich, das Musiktheater, ja, ne? Das steht aber noch. So, jetzt komm. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja. Danke. Das Objekt links hat jetzt auch geladen. Nächste Haltestelle, Igarstraße. Versprichst du euch, vielleicht wird es besser. War auf der Karte Rohr auch nicht. Die Musiktheater war auch nicht. Zentralbank ist da vorne. Da stand auf jeden Fall bei Rohr nicht. Ach, mach doch mal grün, Mensch. Auch wenn ich Verfrühungen habe.
Hier war Zentralbaden, habt ihr den? Ja, es geht schon besser. Ich kann mir jetzt mal ein bisschen die Zeit vorstellen. Uhr 1, dann machen wir auf. Ne, ja. 20:02, dann machen wir 20:01. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Herzogstraße. So, da kommt niemand. Ist auch wieder angenehmer zu fahren. Ich weiß nicht, wie das bei Boa Straße sein wird, aber... Ich höre irgendwie nichts mehr. Ah doch, ich höre was. Ich dachte, ich habe die Kabel raus. Ausgezogen. Oh, alles gut. Die Matrix finde ich aber sehr, sehr schön. Da ist auch irgendwie das Tor. Nicht. Da. Und dann die Folge, ob die perfekte Stunde oder so noch länger. Ihr wisst es ja schon. Oder ist es ausgedrückt? Aber ich weiß es halt noch nicht. Sechs. Jo, jetzt hat der Bus sich ein bisschen gefüllt. Wie lange fahren wir noch?
Wo sind wir? Hier. Ja, wie gesagt, ne? Ja, Linie. Da ist für mein Handy. Hallo. Nächste Haltestelle, Halmstraße. Ach nee, wir müssen gar nicht mehr. Bleib. Hier ist auch ein Lidl. Gelben und roten Ampeln immer mit, ne? Unglaublich. Das ist ja aus dem Discounter-Set, ne? Dieser Lidl hier. Hallo. Dieses Gebäude. Einen normalen Fahrschein, bitte. Gerne doch. Ah, sie haben mir so viele kleine Münzen gegeben. Geht das auf den Schein? Nee, es gibt keine Scheine. Das da wäre noch so. Nächste Haltestelle, Lerkenshof. Hier kann ich durchfahren. Guten Abend. Vorne ist gerade grün, aber wenn ich gleich herkomme, hier rum. Ja, wie geht's? Ja, schade, dass ich nichts mehr zu trinken habe.
Guten Tag. Und hier ist ein EK, auch mit dem Discounter-Set. Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Im Dunkeln ist gut munkeln, wa? Ach so, das ist meine Brille. Ich könnte ja mal lesen. Stefan liest du manchmal, das ist eine komplette Lüge. Du bist doch zu faul, um zu lesen. Nächste Haltestelle. Ludwigstraße. Schöne Kurve gemacht. Fünftig sogar. Okay. Ich muss meine Zeit hier einhalten. Guten Abend. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ich wusste, Sie wollen es kaufen. Mannschaft. Nächste Haltestelle. Landschaftspark Hessler. Ja, Landschaftspark. Und fällt wieder da, was sagt er wieder? Ich lese. Der hält seine Klappe. Wieder da vorne ist grün und das ist links. Und jetzt kommt man auch zur Autobahn A42. Nächste Haltestelle, Rhein-Herne-Kanal. Ja, ja, kein Bordstein mitgenommen. Sind wir hier. Nicht mehr lange.
erst die 36er lang. Boah, wir können gleich 70 fahren. So in der Realität, da will ich auch kein Auto im Bus reinlassen. Nächste Haltestelle, Krokuswinkel. Abend. Guten Abend. Können wir mich jetzt hier mal reinlassen? Natürlich. Oh je. Yeah. Ich glaube, fahren wir noch eine Haltestelle an. Nächste Haltestelle. Kragenfeldstraße. Gleich, wenn man nichts hört. Weißer Bus. Toll. Mit seinen tollen Outfit. Guck mal, er Busfahrer und er Fahrgast. Witzig. Man kann mit dem Bus auch nicht so vernünftig fahren, wenn das halt so okay. Ich hätte vielleicht auch vielleicht das Licht anmachen, sollen. Ich sehe nichts. Das Licht ist an, Mensch. Nordsternpark kennt man natürlich auch. Sehr, sehr bekannt natürlich.
Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Ich bin kurz, ich sehe nichts. Und rum. Nächste Haltestelle, Markenstraße. Guten Tag. Performance hilft sogar schon ein bisschen schlechter. Merkt ihr wahrscheinlich jetzt auch. Oh. Nächste Haltestelle, Schloss Horst. Ja gut, da hat anscheinend Omni ja keinen Bock mehr. Ja gut, dann ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir haben es leider nicht bis zur Endhaltestelle geschafft. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem, wie gesagt, die 100. Folge gefallen. Es wird immer noch weitergehen und ja. Ja. Ich finde es echt halt sehr, sehr beschissen, dass es nichts geworden ist. Aber gut. Ne, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Genießt es und dann bis zum nächsten Mal zur 101. Folge. Ja, bis dann. Ciao, ciao.